Eric Weber, Sie treten als Grossrat zurück und setzen sich ab auf Abu Dhabi. Warum das? Die Basler Polizei hat mir geschrieben, ich habe es schriftlich, es ist besser, sie verlassen Basel, man kann sie nicht mehr schützen. Mehrere Mordaufrufe gegen mich, die Polizei ist nicht fähig, im Parlament werde ich massiv beschimpft, die Türken jagen mich und die mich zusammenschlagen. Ist das Ihr Ernst? Ja, ist mein Ernst. Ja. Und warum gerade Abu Dhabi? Das ist ein patriotisches Volk. Die Leute dort unten lieben ihr Volk. In Abu Dhabi darf kein Ausländer eine Kriminalität machen. Dort wird er geköpft, die Hand abgeschnitten und wenn einer eine vergewaltigt, gibt es Todesstrafe. Aber bei uns kann das Ausländerpack alles machen. Und das ist eben die Sauerei. Und darum geht mein Wahlkreis Kleinbasel zugrund. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, die Polizei hat mir schriftlich mitteilt, es ist besser, sie verlassen die Stadt, man kann sie nicht mehr schützen. Im Grossen Rot werde ich massiv schikaniert. Das Mikrofon wird mir ausgestellt. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wirft mir vor, ich habe einem Wähler ein Gipfel gezahlt. Ich stand da dazu. Die Grünen und die SP haben 15.000 Äpfel verschenkt. Da passiert nichts. Ich habe dem Parlament gesagt, wir müssen den halben grossen Rot verhaften. Aber wenn der kleine Eric Weber ein Gipfel verschenkt, macht die Staatsanwaltschaft eine riesengroße Affäre und will mich einsperren. Und ich flüchte, weil ich nie mehr ins Gefängnis gehe. Im Gefängnis in Basel bin ich gefoltert worden mit schwerem Rauch. Eine Woche lang habe ich einen Arzt verlangt. Es ist kein Arzt gekommen. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einem Verbrecherstaat, in einem Dreckstaat und ich werde die Stadt verlassen. Das ist mein Abschiedsgruß an Basel. Meine Flugblätter, ich habe gekämpft fürs Kleinbasel. Aber das Kleinbasel ist voll mit Ausländern. Meine anderen Grossröte werden den Kampf weiterführen. Ich bin der jüngste und der schönste Grossröte gesehen. Das sieht man hier. Warum sind Sie so, wie Sie sind? Der Wut kommt, der Ausländer kriegt alles gratis. Er kann gratis Tramli fahren, muss keine Krankenkasse zahlen, muss keine Steuern zahlen. Wir Schweizer müssen alles zahlen. Und das ist eine gottverdammte Sauerei. Und der Wähler im Kleinbasel sagt, er will das nicht mehr akzeptieren. Wir Schweizer werden vom eigenen Land vertrieben. Sie sehen es ja, die Polizei kann mich nicht mehr schützen. Die Polizei sagt mir schriftlich, es ist besser, sie verlassen Basel. Und so weit geht es nicht. Und wenn die Staatsanwaltschaft mich ins Gefängnis wirft und ich im Gefängnis gefoltert werde mit Rauch, ich möchte Ihnen sagen, Herr Gernet, ich habe eine Woche lang einen Arzt verlangt im Basler Gefängnis. Der Arzt ist nicht gekommen. Die Staatsanwaltschaft schikaniert mich massiv. Ich muss Ihnen sagen, darum tue ich Basel verloren, fange ein neues Leben an und gehe nach Abu Dhabi. Zeige ich jetzt das T-Shirt vom Staatspräsidenten. So. Tue mir schön Kappi. Die können mir am Arsch legen von der Staatsanwaltschaft. Ins Gefängnis gehe ich nie mehr. Da ist Kleinbasel, mein Wahlkreis. Staatsanwaltschaft, leckt mich am Arsch. Leckt mich am Arsch. Staatsanwaltschaft, leckt mich am Arsch. Nicht mit mir. Ich bin der jüngste Grossrat von der Schweiz. Aber das mache ich nicht mit. Die Schikane, wo man mehr macht in diesem Staat. Ich habe keine Frau angetatscht. Ich habe keinen Wahlumschlag gestohlen. Aber mir eine Woche im Gefängnis foltern mit Rauch. Und kein Arzt ist gekommen. Schämt euch, ich verlasse Basel. Aber ich werde wie ein Schatten über euch sein. Und ich werde wie ein Schatten über euch verfolgen, was hier in Basel abgeht. Kleinbasel werden schikaniert von dieser Seite. Und dort ist das Verbrecherparlament. Dort ist die böse Staatsanwaltschaft. Und das wollen wir alles nicht mehr. Und ich gehe nicht mehr ins Gefängnis. Und das habe ich mir geschworen. Ich habe auch einen Stolz als jüngster Grossrat von der Schweiz. Ich gehe nicht mehr ins Gefängnis. Die sollen mich verurteilen. Denn verjagt das Länder wie Russland, Vereinigte Arabische Emirate, die liefern nicht aus. Die lachen. Die sind stolz. Die haben gesagt, Eric, wir gratulieren dir. You are Member of Parliament. Und die sind Patrioten in deinen Ländern. In Russland sind es Patrioten. In den Emiraten sind es Patrioten. Die lieben ihr Volk. Und nicht so mit einem Selbsthass wie in der Schweiz zum eigenen Volk. Das ist ja so. Noch letztes Mal, Herr Weber. Werden Sie tatsächlich Basel zurückkehren? Ja? Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, okay, er macht wieder Lärm, er däubelt wieder, er will wieder Aufmerksamkeit. Und er wird schlussendlich nicht gehen, weil Sie das schon so oft angedroht haben, noch nie durchsagen. Werden Sie diesmal wirklich gehen? Ich flüchte von der Staatsanwaltschaft, ich habe nichts verbrochen. Kommen Sie am Badisch Bahnhof, Freitag, 28. Juni, 9.15 Uhr, ICE 61, Bahnsteig 4. Ich verlasse mit meinem Gefolge Basel, wenn wir das nicht uns adiolo, die Schikane. Ich gehe ins Exil, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen, erste Klasse. Danke. Ich reise ab, ich verlasse Basel, Sie haben die große Ehre, das letzte Interview. Ich lasse mich nicht so schikanieren. Wo reisen Sie an und was machen Sie dort? Zum Europaparlament, weil ich dort ein Vorstellungsgespräch habe. Politiker
von der Familie Le Pen und bei der Alternative für Deutschland. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie abreisen aus Basel. Letztes Mal sind Sie nach zwei Zugstationen wieder ausgestiegen. Wer sagt uns, dass Sie jetzt nicht wieder aussteigen am Dreiländereck? Die sollen sich verpissen, die Kriminellen. Der politische Feind von mir soll sich auch verpissen. Ich habe nichts verbrochen. Aber Sie verpissen sich ja jetzt. Das ist ja der Unterschied. Darum sage ich jetzt noch den anderen, verpisst euch. Verpisst euch. So, verpisst euch. Auf Wiedersehen. Adieu. Also Herr Weber, Sie verlassen jetzt Basel auf nie mehr Wiedersehen. Oder? Richtig. Ich bin der einzige Wahlsieger von der Grossrotswahl. Plus 6%, plus 2 Sitze. Ich habe nichts verbrochen. Die Staatsanwaltschaft will mich seit 30 Jahren kriminalisieren. Ich bin nicht kriminell, ich bin der Wahlsieger. Erik Weber, Wahlsieger. Erik Weber, nicht kriminell. Die Staatsanwaltschaft will mich seit Jahren kriminalisieren, meine Damen und Herren. Das geht nicht. Ich habe nichts verbrochen. Ich habe nur Wähler mobilisiert. Viele Leute sind jetzt noch skeptisch. Nein. Der Zug, den Sie jetzt nehmen, fährt nach Frankfurt Hauptbahnhof. Richtig. Es wird 8 Minuten später einen direkt an den Flughafen fahren. Wieso nehmen Sie nicht den? Ich nehme jetzt den, weil ich habe das so besprochen. Der Plan ist so, es kommen dann noch andere Leute in den Zug, die mich begleiten. Sicherheitsmaßnahmen wegen der Basler Polizei, die mich vielleicht noch im letzten Moment festnimmt. Also Ihr Gefolge kommt erst noch? Ist schon weg. Weil ich heute Morgen wieder anonyme Anrufe bekam. Keiner ist am Telefon gewesen. Ich weiss, wie die Polizei schafft. Das habe ich schon öfters gehabt. Sie rufen an und keiner ist am Telefon. Sie wollen wissen, wo du bist. Wie lange fahren Sie jetzt bis Frankfurt? Nach Frankfurt? 3,5 Stunden. 3,5 Stunden. Erste Klasse, schön. Erste Klasse, müde. Alles zahlt vom Scheich. Ich habe selber kein Geld. Angst und Geld habe ich kein. Der Fuß hat mir der Polizei-Pressesprecher Gil eingeklemmt. Die Staatsanwaltschaft verschwiegt, dass ein Polizist gesagt hat, er sprengt den grossen Rot in die Luft. Von Negern, von bösen Menschen. Ich bin für GZ, darum bin ich da. Und die Polizisten machen nichts. Die machen nichts. Im Kreis Basel sind sie die Nacht nicht. Wo die ganzen Frauen vergewaltigt werden, sind die Polizisten nicht. Das sind Feiglinge. In Problemviertel im Kreis Basel gehen sie nicht. Ich bin für GZ, aber ich habe noch kein Billett. Ich habe noch kein Billett. Wer hat das Billett für mich? Wagen Albanien, Kosovo, Serben, die sind einbürgert jetzt und beteiligen sich hier an der Politik. Das ist okay. Darum finde ich das gut, dass ihr euch für Politik interessiert. Yeah. Ganz ehrlich gesagt, die Italiener hätten wir auch mal nicht mögen. Das sind die besten Schweizer und die Italiener. Ich weiß. Die sind einbürgert. Die sind einbürgert. Und wenn ich Unterschriften sammle, die Italiener mehr unterschreiben wie die Schweizer. Die Italiener sagen jetzt auch, was haben wir hier für einen Dreck in der Schweiz? Das haben wir nicht. Die Italiener haben ein Problem mit einer ganzen Bootflüchtling von Afrika. Und was mich persönlich stört, weil ich ein Mann bin, das sind nur Männer, die kommen, keine Frauen. Ja, das war's. Dankeschön. Die Polizei sind Verbrecher in Basel-Stadt. Und darum haben sie von mir Angst. Jetzt ja ein Notfall. Jetzt ja ein Notfall. So haben sie mir ein Waffenschlag. Und dann haben sie mich verhaftet. Das sind Feigling. 5 Stück sind in Uniform gesehen und 5 Stück sind in Zivil gesehen. Das sind Feigling 1 gegen 1. Ich hätte die alle abgeschlagen. Nein! Oh mein Gott! Ja, die Polizei!